Ja, servus zusammen. Heute melde ich mich mal aus dem Wald. Und zwar steht heute mal wieder eine Übernachtung an. Heute ist dabei der Felix und der Michi. Den Michi kennt man vielleicht noch aus meinen ganz, ganz alten Videos. Ja, ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit. Wettermäßig ist heute sehr dämpfig. Es ist schwülwarm, um die 30 Grad. Es soll eventuell noch regnen, wie bei vielen Übernachtungen, die ich mache. Ja, dann viel Spaß beim Video. Felix hat sein Lager schon fertig. Der Michi ist noch am Rumprobieren. Bei mir vergrößert am Ende. Das schaut auch ganz geil aus. Ja, ey, du hast mehr Platz wie ich. Luft nach oben. Ich glaube, ich werde mehr schwitzen. Die gute Raucherlunge. Ja. So, so. Neuer Versuch. Jetzt stelle ich mich an. Jetzt haben wir's. Raus. Wir haben schon eigentlich. Wir haben schon, ja. Doppelt hält besser. Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen spazieren, dass wir nicht nur im Camp sind. Oh, es ist unheimlich dämpfig und drückend. Es donnert auch die ganze Zeit. Also es kann sein, dass es dann losgeht mit dem Gewitter. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Der Himmel ist sehr, sehr dunkel. Oh, sieht schon so aus, als gewittert es jetzt gleich. Ja. Gegessen. Ja. Ich dachte, da gleich runter und links sind die zwei Baumstämme. Also die Stammstapel. Schauen wir halt mal hin. Komm, wir haben doch. Das ist näher als ich gedacht habe. Ja, soll erstmal den Berg hochkommen, ne? Ja, und wie gesagt, ich bin eben vorher runtergelaufen. Warst du hier schon, als du dich verlaufen hast? Ja. Okay. Deswegen. Ich bin halt. Zum Einschlafen Scrubs anschauen finde ich angenehmer als King of Queens. Oh, ich bin beides gut. Aber nein, einschlafen kann ich eh nicht. Nein, ich meine aber zum Angucken ist Scrubs angenehmer als King of Queens. Sein Arm glitzert. Ja. Ja, was ein Wunder, es hat das Nieseln angefangen. Es donnert immer noch. Schauen wir mal, ob es drüber wegzieht oder sich einregnet.
Und es donnert im Hintergrund. Du hast es jetzt sagen müssen. Okay, das hört sich schlecht an. Aber ich ihn jetzt auf der Glatze? Ja. Sage ich ja, sollten wir das Große vielleicht einmal anschalten? Andererseits, ich habe genug Spiritus dabei, dass wir... Wenn wir es jetzt machen, brauchen wir halt Feuer für mindestens 6 Stunden. Ich weiß, mein Salz ist lecker. Das kannst du gerne trinken, aber du kitzelst. Und hört ihr es? Es regnet. So, ich habe mich jetzt mal an das Tarp verkrochen, weil es wieder regnet wie verrückt. Ich hoffe, das ist nur ein kurzer Schauer und gleich wieder vorbei. Na ja, freilich. Okay, hoffentlich regnet es sich jetzt nicht ein. Ich glaube mittlerweile, dass das wirklich ein Fluch bei mir ist, dass 90% meiner Übernachtungen immer mit Gewitter zu tun haben. Michi chillt auch unter seinem Tarp. Jetzt geht's ja volle Kanne runter. Ach du meine Güte. Jetzt geht's aber richtig runter.
du Scheiße! Ah! Scheiße! Das ist das zweite Mal, dass ich so einen schlimmen Sturm bei einer Übernachtung hatte. Unglaublich. Ey, es hagelt zum Teil. Wahnsinn. Meine Sunmet ist schon zum Teil nass geworden, weil es schräg reingeregnet hat. Ja. Was? Meins ist regenabweisend, nicht resistent. Ja, Sunmet können wir flicken, ich habe das schon mal gemacht. Ja. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich nicht auch noch ein Loch habe, weil ich habe ja meine Unterlage vergessen. Scheiße. Die Schild ist komplett durch. Ich weiß, vorne ist... Sag hallo zur Niki, Chrissy. Also in meinem Tittenbereich ist es noch eine Spur trockener. Meins ist auch nicht so toll abgespannt, mein Tab. Das also weiß ich muss die ganze Zeit den hier machen. Weil ich trau dem Ast über mir nicht, der mein Tab hält. Absolut. Ja, okay, Schatz, ich leg mal auf, ja. Was? Das ist jetzt hier nicht ab. Der steht da. Also bei mir hat sich hier rechts da eine Pfütze gesammelt. Ich habe das jetzt weiter hintergespannt, dass es mal wo hat, wo es ablaufen kann. Ja. Aber Katastrophe. Wie gesagt, das ist abweist für Nieselregen, aber nicht für Regen, Sturmregen und Hagel. Und dein Schlafsack ist auch nass? Alles. Der Rucksack ist das Einzige, was ein bisschen trocken ist. Aber frage mal Felix, ob der dir seine Decke leihen kann. Ich bin komplett durchnässt, das macht keinen Unterschied. Mich ärgert mehr, dass ich alles dann reinigen muss und Sünd mitflicken und alles, was ich dafür brauche, ist kaputt. Na, das Sünd-Flickset ist eigentlich immer mit dem Beutel. Ich werde auch noch mal schauen, ob man den Kleber speziell noch mal nachbestellen kann. Ja, aber du hast ihn ja noch nicht aufgemacht. Wir probieren deinen aus, ob der noch lebt. Ja. Wenn deiner nimmer lebt, dann nehmen wir meinen, dann ist er aufgemacht. Ja. Darum geht's ja. Ja. Nebel ohne Ende da hinten jetzt im Wald. Hoffentlich hört es jetzt endlich auf, ey. Ja, ich bin komplett durchnässt, mir ist das jetzt egal. Warum muss ich das machen? Mann, geh! Mir stinkt auch nach Scheiße, kann mir keiner erzählen. Komm mal hierher, Chrissy, bitte. Vielleicht nicht genug aufgeraut. Ich habe schon aufgezogen. Noch nicht so richtig sicher, wie es war. Müll. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht mit ihm. Ja.
müssen die kleinen Äste die ein wenig weg sind, aber auf jeden Fall drüber tun, dass die auch anzünden. Ja, das war jetzt ein riesen Kampf, dieses Feuer wieder zum Laufen zu bringen nach diesem Sturm oder Gewitter. Es hat ja sogar gehakelt. Ich hoffe, man sieht es auf der Aufnahme. Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gekämpft, bis es jetzt so ausschaut, wie es ausschaut. Wir haben schon alle ziemlich Hunger. Ja. Und hoffen, dass wir dann später noch den Grill ankriegen und ja, was Leckeres zum Schnabulieren kriegen. Genau, rechts noch die Nasen. Es muss bloß unten drinnen bleiben. Wenn es unten nicht drinnen bleibt, dann hast du verloren. Ich glaube jetzt ist ja, weil das Ding verbogen war. Ja. Gut. Hey, hat gar nicht lange gedauert. Ich bin gar nicht. So. Mal meinen Rucksack unterstellen. Wäre ganz schlau, ja. Na ja, schon gemacht. So, bei Michi ist leider ein Riss in der Sündmet. Den genau müssen wir jetzt da. Vom Nagel. Und den müssen wir jetzt flicken. So, erstmal die Stelle trocken reiben. Es hat ja geregnet wie verrückt. Sehr schön. So, trockener geht nicht. So, jetzt kommt der Kleber drauf. Ja, der ist trocken geworden. Da müssen wir einen neuen aufmachen. Außer ich kann da was das lösen. Da ist mal schauen, ob ich das Ding überhaupt lösen kann. Aus dem Flickset von der Sunmat, also da ist bei jeder Matratze eins dabei. Haben wir jetzt so ein Stück rausgeschnitten. Na, das reicht sogar. Da ist nämlich auch schon Kleberschicht unten drunter. Also sieht man links, weil der so glitzert vom Licht, dass da schon Kleber drauf ist. So, dann puste ich es gleich noch mal per Hand mit dem Mund auf, weil das schneller geht und dann testen wir mal. Genau. Die Hand hinhalten. Ja, ob da irgendwas. Also ich spüre jetzt nicht, dass da Luft rauskommt. Gut. Was spürst du? Wenn was wäre, dann würdest du was spüren, weil das ist ein relativ großes Loch. Aber man sieht eine minimale Beule. Aber es pfeift an der Stelle auch nicht. Wäre vielleicht klüger gewesen, hätte ich das von oben nach unten gemacht, in die Richtung, wie der Schlitz gewesen ist, aber hält stabil. Ja. Ja, und bei jeder Sunmat ist... hier im Sack, wo es verpackt ist, so eine kleine Tasche mit dem Flickset. Das ist jetzt für oben, das ist für unten. Es ist auch noch ein Kleber dabei.
Ja, und dann kann man die ganz einfach reparieren, wenn man mal einen Riss oder ein Loch hat, ja. Ist eigentlich ganz praktisch. Finde ich gut mitgedacht. Okay, wenn du nicht passen musst. Ja, die Spieße sind auch Pude, oder? Ja, ja. Aber es sind ja nur Mini-Streifen. Ja, ja, ich wusste bloß jetzt nicht mehr, ob das Pude war oder was anderes. Kann ich dir außerdem auch nicht mehr sagen, weil die Packung ist verbrannt. Die habe ich erstaunlich perfekt zubereitet. Die sind innen noch schön saftig. Die sind gut, ja. Also die Angabe ist 3 bis 5. Ja, warte kurz. Batz. So, das sind schon mal 2. Das. Und das sind auch nochmal 2. Ja. Schauen wir mal. Passt. Dann haben wir gleich das erste Brödler. Brödler? Willst du die vielleicht schon soßen? Soll ich draufhauen oder was? Ja, auf die Brödler. Ja, komm her, du Schlawiner. Wie schmeckt euch das? Zu wenig? Ich höre nichts. Passt schon. Von oben schaut es aus wie ein schönes Smiley. Also, erster fertig. Hau drauf. So. So. Ja, leg ich. Da schnell. So. Und wie ist er? Barbecue-Soße ist auch gut. Ja, deswegen habe ich die gekauft. Ich wende es schnell. Es waren noch keine Minute. Es war lang genug. Doch, cool. Cool ist das. Ja, ich habe mehr Angst, dass... weil die Maiskolben sind bestimmt schon durch. Ja, gehe ich auch von aus. Ich meine, die waren jetzt. Könnte man das Ding vielleicht runterholen? Ich habe Angst, dass das da. Weil das so glüht. Das muss auch sein. Ich schau dir das an. Ja. Aber schon sehr leckeres Zeug. Ich finde es auch gut, ja.
mit diesen Bildern verabschieden wir uns für heute Nacht. Ja, und dann sehen wir uns morgen. Der nächste Morgen ist angebrochen. 6 Uhr morgens haben wir jetzt. Hat es noch mal gewittert? Nee. Hat sich aber mal so angehört. Ja, Michi hat sein Camp schon abgebaut. Felix lebt auch noch. Ja. Schmeißt man drauf. Also Barbecue und unten drunter Kräuter. Ja, will mal Barbecue. So, Frühstück. Jo. Du auch Stärke? Sollte genug Kaffee sein, falls Zucker ist, da rechts. Reicht das dir, oder? Ja, reicht, nein, passt. Gut, dann da Deckel zum Ersticken. Das hat besser funktioniert geworfen, als ich gedacht habe. Doch noch zu heiß. Das steht. wollt ihr Zucker oder nicht? Mhm. Okay. Dann kann ich das Zeug wieder aufräumen. Bis auf andere bei dir umrühren, damit mein restlicher Kaffee sich vom Löffel löst. Übrigens der ganz einfache Trick, du tust ein bisschen kaltes Wasser. Sag bloß. Ich könnte nicht bis nachmittags pennen, wie es andere machen. So, für mich fühlt sich an, dass der Tag verbraucht ist, wenn ich bis 12 Uhr schlafe. Ja, finde ich auch. Das schmeckt dem Kaffee? Naja, es hat halt keine Süße. Wäre es jetzt irgendein Likör? Wo wenn es Süße hat, dann wäre der nicht schlecht, aber der hat ja keine Süße. Aber der brennt auch nicht viel, also. So, alles sauber und ordentlich hinterlassen. Jetzt geht's nach Hause. Ja, das war unsere Übernachtung. War ziemlich, ziemlich wild gewesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.